Willkommen zu Güstrow am Dienstag, liebe Zuschauer. Und wieder sind wir am Güstrower Inselsee, haben heute die Seite gewechselt, denn wir haben mal den Bootsverleih im Blick. Dazu aber später mehr, warum wir jetzt hier sind. Es erwartet Sie diese Woche ein wunderbares Event hier auf dieser Seite des Inselsees. Thema aber heute ist Lockdown und dann die Ferien danach, die sich jetzt dem Ende neigen. Was war möglich, was nicht? Und wir haben drei Vertreterinnen und Vertreter von Stationen, die im Rahmen des Kinderkunstkompasses das Ferienprogramm mitgestaltet haben. Ich freue mich auf Irene Heinze vom Kinder- und Jugendkunsthaus. Schön, dass du da bist. Dann zu meiner rechten Seite ist Tillmann Wesolowski, Leiter der Uwe-Jonsson-Bibliothek, hat auch einiges, ich denke, in den Ferien dazu beigetragen, dass Kinder lesen oder technisch sich weiterbilden. Ich bin da gespannt, was du zu berichten hast. Und Christine Sobeck von den Barlach-Museen, Barlach-Stiftung. Wie wollen wir es handhaben? Barlach-Museen. Barlach-Museen. Mhm. Wunderbar. Und das Schöne ist ja, bei allen drei Stationen haben wir ja schon im Vorfeld mal vorbeigeschaut mit der Kamera. Wir haben ja schon im Vorfeld berichtet. Und ich bin gespannt, ob da die Kinder und Eltern die Möglichkeit wahrgenommen haben. Fangen wir mal an bei dir, Christine. Wir waren ja bei den Barlach-Museen. Du hast so enthusiastisch uns Barlach näher bringen wollen mit Bastelaktionen. Mhm. Wie oft wart ihr jetzt in den Ferien aktiv? Weißt du das noch? Also wir waren ehrlich gesagt nur einmal aktiv. Das lag auch daran, dass der erste Kurs noch für uns in der Testpflicht lag. Am 22. Juni fand der statt und am 24.06. wurde es erst für Museen gekippt. Und dieser Negativtest, den die TeilnehmerInnen vorweisen mussten, das war natürlich eine große Barriere. Das heißt, da gab es doch so diese gewisse Hemmschwelle. Ach nein, ich habe das schon das ganze Jahr in der Schule durch mit den Testen. Das müssen wir jetzt in den Ferien haben oder wo lag da so der Grund? Genau, genau. Also auch das, diesen Test zu organisieren. Wir haben größtenteils UrlauberInnen bei uns mit ihren Kindern während des Ferien, Kinderjugend, nein. Ja, alles gut. Wir sind live. Kinderferienkompass. Und genau, da lag dann, denke ich, auch die große Schwierigkeit. Genau. Ist man da denn so ein bisschen frustriert und macht sich Gedanken und sagt, oder sagt, komm, wir akzeptieren das dieses Jahr alles ein bisschen holter die Polter und wir konzentrieren uns auf die nächste Aktion? Also natürlich frustriert ist, weil man macht, es ist ja eine enorme Vorplanung, die man auch betreibt und man geht ja auch in die Bewerbung der Veranstaltung und es ist alles sehr zeitintensiv und letzten Endes ist das Schönste, was man ja bekommen kann, das Feedback als solches. Aber nichtsdestotrotz spüren wir bei anderen Programmen bei uns an den Museen, dass es doch jetzt wieder anläuft und dass die Nachfrage auch da ist. Genau, dann gucken wir mal später nochmal drauf. Dann schwenke ich mal rüber, Tillmann Ladies First. Ich gehe mal rüber zu Irene, Kinderjugendkunsthaus. Der Name spricht ja eigentlich schon dafür. Da ist eine Menge Kunst im Raum, Kunst im Haus. Ihr wart ja auch draußen. Ja, was war bei euch möglich und war es genauso zögerlich wie im Museum? Teils, teils. Also wir haben in den ersten beiden Wochen ja ein Programm angeboten, das sehr interessant eigentlich erschien, mit verschiedenen Werkstätten und Möglichkeiten. Wir wollten eigentlich auch eine kleine Theaterwerkstatt machen mit verschiedenen Sparten. Es ist dann nicht ganz so viel geworden. Wir haben in der ersten Woche eine Handvoll Kinder da gehabt, die aber sehr, sehr froh waren, kommen zu dürfen. Okay. Und wir haben dann aufgrund der Zahl auch die Tage ein bisschen reduziert, haben dann nur 3 Tage gemacht anstelle 5. Das hat uns natürlich traurig gemacht. In der zweiten Woche hatten wir dann ein Sommerprojekt der Ecolea da. Es waren also Mädchen und Jungen in der Schnitzwerkstatt und in der Holzwerkstatt und haben da doch ganz schöne Sachen gemacht. Und die kommen auch noch mal wieder, weil sie nicht ganz fertig geworden sind. Okay. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, die Leute ranzuholen für den nächsten Kurs. Im Moment in dieser Woche läuft sehr erfolgreich ein Kurs mit Henning Spitzer. Ja. Der heißt Probieren und Studieren und da ist die Runde voll. Das ist ja noch aktuell, jetzt ja, in der letzten Ferienwoche. Das läuft gerade sehr gut. Also das Schöne an dem Kurs ist, dass da Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene dabei sind, also ganz unterschiedliche Altersstufen. Das ist richtig schön. Und dieser Kurs kann natürlich dann auch später im Mappenkurs enden. Ja. Und ich habe da heute schon so ein Gespräch mitgehört, dass es darum ging, ein Mädchen auch mal zu informieren, wie das ist, mittwochs dann in so einen Mappenkurs zu kommen. Okay. Also das läuft ganz super. Und ich weiß ja, Henning Spitzer arbeitet ja alleine wochenlang an einer Skulptur. Mhm. Ich denke, da wird man ja in einem Kurs auch nicht fertig. Aber es ist ja schön, wenn es so Früchte trägt und sagt, also die Türen öffnen sich für die nächsten Aktionen. Ja. Dann gucken wir mal rüber.
Tillmann, hast du überhaupt mal frei gehabt in den Ferien oder warst du jeden Tag in der Bibliothek? Nein, ich habe tatsächlich, da meine Kinder nicht im schulpflichtigen Alter sind, bin ich in den Ferien eigentlich fast immer dann auch da, ja. Und habe außerhalb sozusagen dieser Zeit Ferien, meine eigenen. Okay, ich war die ganze Zeit da und ich kann sagen, den Eindruck, den wir jetzt hier haben, den habe ich von den anderen Einrichtungen nicht so. Ich koordiniere ja für den Kunst- und Altertumsverein den Kinderkunstkompass. Genau. Und ich habe mir jetzt im Vorfeld, du hast mir die Aufgabe gestellt, ich habe brav meine Hausaufgaben gemacht. Ich kann Aufgaben verteilen. Einmal abgefragt, Kantorei und Dom habe ich jetzt nicht erreicht, aber von den anderen Einrichtungen ist ein sehr, sehr positives Feedback gekommen. Ja. Der Wildpark sagt, es war super. Richtig voll die Sache, die Veranstaltung. Sie hatten auch sehr, sehr viel Glück mit dem Wetter gehabt. Ja, kann ich bestätigen. Wir waren auch einen Tag im Wildpark und es braucht eine Menge Abkühlung. Ich bin mit Fried und Frode baden gegangen. Ja, dann säßen wir jetzt aber nicht hier wahrscheinlich. Oder du wärst tatsächlich im OP gewesen. Ja, wahrscheinlich, also richtig. nein, wir hatten, also die haben scheinbar richtig gut die Bude eingerannt bekommen. Ja. Das freut einen natürlich. Das Gleiche gilt auch für Zielke. Der hat auch gesagt, die hatten... Das ist die Imkerei. Die Imkerei, ne? Zielke. Genau. Die hatten auch tatsächlich 25 bis 30 Kinder und Erwachsene dann auch schön. Gehabt. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr toll. Und der war auch sehr zufrieden. Ja. Zudem muss man auch noch mal sagen, also ja, nicht zum Kinderkunstkompass gehöre ich, aber für das Kinderferienprogramm ganz, ganz wichtig. Südstadtclub und Alte Molkerei, die machen ja auch ein tolles Programm. Und auch da habe ich die Rückmeldung gekriegt. Das war so gut wie noch nie, weil wahrscheinlich auch viele einfach noch nicht in den Urlaub fahren konnten, ja, oder sich nicht getraut haben, aus welchen Gründen auch immer. Und dann waren die auch hier und dann haben die Angebote richtig toll genutzt. Jette hat gesagt, sie muss jetzt erstmal ein bisschen in den Alltag reinkommen. Die wuppt das Ganze ja allein mit manchmal sehr toller, ja, Unterstützung noch von Ehrenamtlichen. Und da war mit Tretbootfahren, Wasserwoche und allem Möglichen, ja, viel, viel los und viel, viele Kinder auch da. Das ist, ja, natürlich sehr schön, wenn man das mitkriegt, dass das auch alles genutzt wird. Gut. Also Jette ist die Leiterin des Jugendclubs in der Südstadt. Genau, ne? Südstadt. Für alle, die da gerade fragen, nanu, wer ist Jette? Genau. Das klingt tatsächlich erstmal so, wenn man hört, dass die Kinder hier die Ferien nutzen konnten und auch die Angebote als abwechslungsreich wahrgenommen haben. Jetzt muss man noch mal fragen, ich weiß immer, dass viele vor Barlach erstmal abschrecken, weil sie sagen, das ist mir eine Kunst, da muss ich mich erstmal rantasten. Empfindet ihr das auch so, dass da Kinder erstmal kommen, oh, mal gucken, was erwartet mich hier? Oder schafft ihr es doch, die Neugier schnell zu wecken? Also die Kinder sind da ganz anders als die Erwachsenen. Die Erwachsenen sind da doch schon ein bisschen vorgeprägter oder gehen mit mehr Vorurteilen rein. Ja. Wir haben aber unsere Kurse mittlerweile auch so konzipiert, dass sie sich an unseren Ausstellungen orientieren, aber auch gleichzeitig frischen Wind reinbringen und auch die Kunst Barlachs auf eine neue Ebene auch erfahrbar machen. Was uns aufgefallen ist, dass Outdoor-Veranstaltungen gerade sehr gut laufen. Wir hatten jetzt einen Erwachsenenkurs gerade am Sonntag gehabt. Urban Sketching, malerisches Skizzieren in der Altstadt, und das, okay, war richtig gut ausgebucht. Und ich denke auch, dass wir das beim nächsten Kinderkunstkompass auf jeden Fall auch berücksichtigen werden, dass wir da auch Outdoor-Veranstaltungen mit einbeziehen, weil ich glaube, diese Indoor-Geschichte ist immer noch mit, ja, ein bisschen... Und ich gerade glaube, wenn man über ein halbes Jahr so gefühlt der Lockdown, ich darf nichts, da lockt jetzt hier einen nach draußen, ne? Das ist ja wirklich... Wollte ich gerade fragen, nutzt man denn so die Erfahrung jetzt, die man gemacht hat, schon für das zukünftige Programm? Du hast es ja fast schon selbst beantwortet und sagst, diese Idee nehmen wir mit in den neuen Kinderkunstkompass. Ja, definitiv. Ja. Mhm. Man muss natürlich gucken, was dem Barlach gerecht ist, also, ja, dass wir da die Themen auch dran orientieren. Aber da findet sich bestimmt ein schönes Thema. Und wir haben ja jetzt wieder ein Jahr Zeit, es zu planen. Und dann wird es ein buntes Potpourri werden aus Outdoor- und Indoor-Veranstaltungen. Outdoor bietet natürlich immer die Gefahr, dass das Wetter nicht mitspielt. Wir haben ja am Sonntag auch äußerst gefiebert. Und als der Kurs dann als wir auseinandergegangen sind, fing es auch schlagartig an zu regnen. Aber, ah ja. Aber wenn der Klimawandel weitergeht, haben wir irgendwann Barlach unter Palmen, was will man mehr. Hätte er bestimmt auch nicht so gedacht. Genau. Tillmann, wir haben ja, als wir bei dir vor Ort waren und im Zuge des Kinderkunstkompass mit der Kamera einige Aktionen begleitet haben, haben ja viel technisch orientierte Highlights dokumentiert. Wie wurden die angenommen? Gab es da auch die Resonanz? Und kamen auch Kinder, das haben wir im Fernsehen gesehen oder im Internet und sind deswegen hier?
Also nein, das haben sie leider nicht. Das tut mir jetzt leid, dir zu sagen, irgendwie, es gab jetzt nicht sozusagen... Die sollen ja auch nicht so viel Fernsehen gucken, die Kinder, ist ja richtig. Nein, die haben uns tatsächlich, wir hatten das auch wieder das, was für Outdoor-Veranstaltungen natürlich spricht, ist, wir haben im Innenbereich natürlich auch begrenzten Platz. Ja. Wenn wir jetzt die technischen Angebote haben, ist es natürlich auch ganz gut, weil wir haben natürlich jetzt auch nicht irgendwie 5 Lasercutter, sondern wir haben einen in der Bibliothek, den wir einsetzen können. Das heißt, die Begrenzung auf eine Kleingruppe ist natürlich sinnvoll. Aber wir hätten tatsächlich die Angebote mindestens doppelt anbieten können. Okay, also super, die Nachfrage war super da, die Sachen waren voll, bis auf tatsächlich dann mal ist jemand nicht gekommen, hat leider nicht abgesagt, weil sonst hätten wir jemanden von der Nachrückerliste gehabt. Gut, Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren sind jetzt irgendwie nicht so, dass sie irgendwie die Termine dann so im Kopf haben. Das muss man einrechnen, das ist dann irgendwie auch nicht so schlimm. Tatsächlich ist es so, dass das sehr, sehr gut angekommen ist und wir werden das sicher auch weitermachen. Die Idee mit dem nach draußen gehen haben wir ja auch, dadurch, dass wir jetzt ja den Makerspace to go sozusagen haben, demnächst auch komplett vorstellen können. Makerspace to go? Ein Makerspace to go. Wir haben dann einen Lasercutter und einen 3D-Drucker, den wir mobil einsetzen können und dann auch sozusagen aus der Bibliothek in andere Einrichtungen gehen. Richtig, ne? In der Bibliothek gibt es Laser und Laser. Das ist ja völlig vorbei. Wir haben sozusagen, vom Lesen bis zum Lasern haben wir sozusagen alles mit dabei. Das ist ja auch richtig so. Wir haben einen Mediengrundversorgungsauftrag, also müssen wir auch alles in dem Bereich bieten. Das ist jetzt bei L natürlich nicht von A bis Z, was wir jetzt gemacht haben wegen des Wortspiels, aber eigentlich haben wir tatsächlich von A bis Z fast alles. Ja. Ich bin begeistert. Irene, du hast vorhin was ganz Interessantes gesagt, wo ich hellhörig wurde. Du sagtest, die Kinder waren irgendwo froh, bei euch gewesen zu sein, mal was anderes. Hast du so generell gespürt, dass die Kinder wirklich wieder Abwechslung wollten nach diesem ganzen Lockdown und Schule ja, Schule nein, dass sie mal was anderes tun, anderes sehen, einfach mal abschalten, ankommen, basteln? Ja, man basteln nicht. Basteln machen wir nicht. Das ist, da unterscheiden wir uns immer ganz, ganz. Das ist so ein typisches wichtig. Männerding. Ne? Ja, der Mann bastelt gerne rum und denkt, die Kinder müssen das auch. Also wenn uns einer fragt, also wir basteln nicht und wir machen auch nicht Deko. Ja, also das ist so eine Sache, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Na, wie auch immer, es ist tatsächlich zwiegespalten. Es gibt also viele, die platzen vor Energie. Die wollen endlich wieder arbeiten. Die sind also mit vollem Eifer dabei. Und dann gibt es auch einige, die müssen sich auch erst wieder dran gewöhnen. Also ganz, ganz verschieden. Genauso wie wir die Perspektive sehen. Auf der einen Seite freuen wir uns auf die, die dann sofort wieder kommen. Ich habe hier das Programm in der Hand. Das kann sofort umgesetzt werden. Es geht los gleich am ersten Schultag. Und dann gibt es auch welche, die zögerlich sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt an den Beschränkungen liegt. Natürlich haben wir auch einen Hygieneplan, ist ganz klar. In dem Moment, wo wir jetzt während der Schulzeit die Kinder bei uns haben, müssen sie bei uns keine Tests vorlegen. Das ist dann schon in der Schule der Fall gewesen. All das ist ja dann einfacher. Ich weiß nicht, es ist die Gewohnheit wieder auch an die Dinge. Die muss erst wieder hergestellt werden. Und wir werden jetzt in den ersten Tagen wirklich das Telefon heiß laufen lassen und unsere Nummern rausrücken, die wir gesammelt haben und alle anrufen und sagen, wir sind wieder da. Ja, so ein Format wie das heute wird dazu beitragen, auch die Presse immer wieder und auch Gistro TV, dass sich das rumspricht, dass wir wieder anfangen dafür und mit voller wir Energie da sind. Genau. Ja. Und für alle Kinder, die gerade zugucken, eine generelle Testpflicht an den Schulen, die wird nie gestrichen. Spätestens Mathe- und Deutsch-Tests wird es weitergeben. Tut mir leid. Ja, das, den Zahn kann ich ziehen, oder? Ja, ist so. Wir machen in der Bibliothek keine Tests. Wir sind sozusagen auch genauso wie die anderen für den Spaß da. Aber Lehrbücher habt ihr. Wir haben Lernhilfen sozusagen. Also die Lehrbücher haben wir nicht im Übermaß, weil die meistens im Klassensatz ja von den Schülern selber angeschafft werden. Die brauchen sie nicht in der Bibliothek ausleihen. Also aber da genau wollte ich so ein bisschen rauf. Ihr habt ja nun viele Ferienangebote gehabt, aber habt ihr nach wie vor die Tendenz, dass Kinder und Jugendliche tatsächlich in die Bibliothek kommen und sagen, nein, ich brauche jetzt in den Ferien ein Buch, zwei Bücher, drei Bücher und leihe mir die auch aus? Ja, definitiv. Also genauso bei den Jugendlichen wie bei den Erwachsenen gab es jetzt den Trend dazu, dass sie weniger häufig gekommen sind, dafür aber sehr, sehr viel mitgenommen haben. Also wir haben eine wachsende Ausleihe, weil die teilweise so auf Bunker sich auch Bücher dann mitgebraten haben. Teilweise auch Sachen, das sagen dann eher die Erwachsenen als die Kinder, wo sie dann wieder abgeben und sagen, na das war ja nichts. Aber letztlich, wenn man 15 Stück mitgenommen hat und davon
davon waren 3 Stück nichts. Hat man andere 12 irgendwie gelesen. Ist ja schön. Gute Quote. Und wir haben ja ansonsten auch noch die Ferienleselust, den Ferienleseklub des Landes mitgehabt, der jetzt dieses Jahr wieder gewesen ist. Und der ist auch gut angenommen worden. Da auch nochmal ein Dank übrigens an den Wildpark MV. Die haben ja auch einen Preis gestiftet für diejenigen, die daran teilnehmen. Die werden 3 Jahreskarten für den Wildpark für Jugendliche verlost am Ende des Ganzen. Und der ist auch schön angenommen worden. Und da haben sich ein paar auch dann so durch neue Jugendserien durchgelesen. man muss dazu sagen, es ist so auch zweigeteilt gewesen. Die einen, die sind gekommen, weil sie unbedingt diese neuen Bücher lesen wollten. Und dann gab es natürlich 2, 3 Sachen wie Die Schule der magischen Tiere, eine Serie, die super gut geht. Und da waren jetzt die neuen Teile im Ferienleseklub erstmal exklusiv zu lesen. Das war natürlich ein Anreiz, dorthin zu gehen. Und ansonsten war es natürlich so, dass 2, 3 Eltern auch gesagt haben, ey, da gibt es vom Wildpark die Jahreskarte. Mach mal mit. Die Kinder das Schöne ist, die sind ja dann auch geblieben. Also die sind ja, da haben dann auch weitergelesen. Ob das jetzt sozusagen meine Chaosbrüder, so eine 5-teilige Serie ist, wo dann auch einfach, der hat am Anfang auch 3 Stück mitgenommen und dann hat er gesagt, die beiden waren nichts, aber die Serie will ich jetzt fertig lesen. Und das ist ja im Grunde genommen das, worum es geht bei dem Ganzen. Ja. Und diese mal 19, 11 Bücher rauszuschleppen, da ist man schon froh, wenn der Papa Buchhalter ist und helfen kann, ne? Ja, sehr schön. Meistens kommen die tatsächlich dann irgendwann mal allein, die Eltern kommen nicht immer mit. Na gut, muss ja auch, ne? Also irgendwann ist dann auch mal Schluss. Ne? Christine, wo ich so Richtung Barlach schaue, du hattest ja vorhin gesagt, ein Kurs, der ging dir nicht so, aber der zweite, der war nachher richtig gut, nachdem die Testpflicht, Maskenpflicht nicht ganz, aber Testpflicht ja weggefallen ist. Was habt ihr noch an Aktionen denn durchziehen können mit den Kindern? Also wir hatten den Kurs, wo wir Jutebeutel bedruckt haben gestaltet haben. Den haben wir dann auch realisieren können. Genau. Die bekannte Serie Jutebeutel, schlechte Beutel, ne? Da kennst du mich. Ach, das ist heute mein Abend. Ich weiß auch, das macht die Sonne hier, diese Hitze, die mir ins Gesicht schlägt. Jute, und bist du sicher, dass das Wasser ist? Ich weiß es nicht. Also es war auf jeden Fall alles gut. Guck mal, sie kann schon genau. Also die Co-Moderatorin ist gefunden für die nächsten Sendung. Jutebeutel bedruckt und dann konnten die sich individuell, dann also haben die denn so vorher Stempel gemacht oder war der Aufdruck festgeschrieben? Also wir haben selbst Stempel gestaltet dabei. Ja. Jeder hat sich sein Medium gesucht, was zur Verfügung, was natürlich auch geht dann zum Bedrucken. Und da sind tolle Sachen bei rausgekommen, ja. Genau. Dann weiß ich ja im Zuge der Filmgestaltung im Vorfeld, waren wir auch noch in der Ausstellung, aus der Ferne, glaube ich, heißt die. Die ist ja noch aktiv, soweit genau, ich weiß. Genau, die geht bis Ende. Habt ihr da nochmal so ein paar Zahlen? Ging das jetzt so auch mit dem Beginn der Sommerferien und auch der Tourismus im Land los? Ja. Auch einher, dass ihr höhere Besucherzahlen im Museum hattet? Ja, jetzt sind wir wieder an dem Level angekommen. Das war, wie gesagt, bis zum 24.06. definitiv nicht so. Wir hatten einen Rückgang der Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 50%. Das schlug sich natürlich auch monetär für uns nieder, was natürlich auch Auswirkungen für die nächsten Projekte auch hat oder größere Sachen, die wir in der Zukunft planen. Von daher sind wir froh, dass es jetzt auf jeden Fall gut läuft und wir hoffen, dass es auch weiterhin so bleibt. Als Tillmann und Co. vom Kunst- und Altertumsverein zu euch kam, hier, wir machen Ferienprogramm, wie skeptisch wart ihr da am Anfang? Ich meine, so Januar, Februar, März, April, Mai ging nicht viel. Haben sie gesagt, okay, wir sind dabei, wir hoffen. Kam dann schnell aus dem Frust nachher die Erleichterung? So höre ich das ja so ein bisschen raus bei dir. Also wir waren von Anfang an froh, dass es wieder losgeht. Ja. Was wir gemacht haben, war gerade Erwachsenenkurse. Erstmal in den Juli und in den August reinzuschieben, weil uns der Juni noch so ein ungewisser Monat war. Und das war auch eine gute Entscheidung. Ja, also nicht bereut. Nein, auf keinen Fall. Und wir sind ja immer mit dabei. Genau. Also. Und ich habe hier auch so gehört, neue Ideen. Irene, du hast es ja gesagt, aus dem Kinderferienprogramm, aus dem Kinderkunstkompass habt ihr jetzt die neuen Programme, die neuen Kurse fertiggestrickt. Auf was können wir uns jetzt generell freuen? Was habt ihr aus den Ferien rüber transferieren können, wo ihr sagt, das mögen die Kinder, das werden wir auch beibehalten und das sind sogar vielleicht neue Ideen, die wir jetzt in Kurse umgewandelt haben? Ja, wir haben natürlich, was jetzt die Frage betrifft, die auch Christine beantwortet hat, so ein bisschen die Augen zugemacht und haben gesagt, wir machen wie immer.
Mhm. Ja, wir planen, wir bieten an und wenn es dann nicht geht, dann ist es eben so. Und naja, was wir machen, ist an der Stelle eher, dass wir die Kinder begeistern, die jetzt im Sommer kommen, dafür dann Kurse bei uns zu machen, beziehungsweise Workshops zu besuchen oder auch Projekttage anzuregen dann in den Schulen. Was bei uns immer sehr ganz gut funktioniert, ist, wenn Kinder und Eltern zusammen manchmal Kurse machen oder einen Projekttag machen. Das glaube ich, ja. Vor allen Dingen in der Grundschule. Die werden dann am ehesten auch an dieses Kunsthaus rangeführt. Die lernen das kennen und genau, sind dann was begeistert. Was sind das so für Kurse? Wo kriegt man die Also, Kinder das sind Sachen, wir haben sehr handwerklich orientiert. Dinge. Mhm. Also unser System basiert ja sowieso auf dem Werkstattprinzip. Sehr schön, ja. Es gibt eine Holzwerkstatt, es gibt eine Druckwerkstatt, einen Malraum, ja. Auch eine Textilwerkstatt und dann eben dieser große Saal, der natürlich für uns jetzt besonders gut ist, weil wir da die Gruppen auch auseinandernehmen können und Raum genug haben für jeden, wenn ich an diese Bedingungen denke. Ja, inhaltlich gibt es da so große Linien, die wir weiter verfolgen. Also wir haben zum Beispiel für Kinder vom Lande aus den Grundschulen die sogenannte Alleswerkstatt. Mhm. Und dort lernen sie eigentlich alle Werkstätten kennen. Das ist ja, ne, wenn wir bei Wortspielen waren, ja. Genau das gleiche Thema. Diese Runde hier. Das haben wir auch extra so genannt, weil sie eben sowohl in der Holzwerkstatt als auch in der Textilwerkstatt als auch bei Malen und Zeichnen sind, drucken und verschiedene Drucktechniken auch ausprobieren können. Und was wir natürlich immer auch stabil haben im Programm, das ist unsere Keramikwerkstatt, oh ja, die dann montags läuft. Die ja wirklich das heißt für also Kinder ausformen und brennen? Und dann ja, es gibt ja nun verschiedene Möglichkeiten. Ich kann Plattentechnik oder so mit Würsten, wie man das so ja. Von den Ahnen kennt. Oder aber auch drehen kann man auch. In einzelnen Kursen gibt es das auch die Möglichkeit. Und dann wird es engobiert oder glasiert und so weiter. Das ist wirklich stabil. Wir haben verschiedene Kurse unterschiedlichen Alters, also Anfängerkurse und Leute, die da schon ein bisschen weiter sind, bis hin zu Erwachsenen. Ja, dann haben wir sehr schön den Malraum, dass man also kommen kann und unser Mitarbeiter oder unser Dozent ist eigentlich nur ein Bediensteter. Also es ist ein Konzept nach Arno Stern, nachdem man also völlig frei das Format wählen kann. Es gibt dann so eine Bank mit verschiedenen Farbtöpfen. Jede Farbe hat seinen Pinsel. Klingt so ein bisschen nach Ergotherapie bisschen im präventiven Studium. Ja, sozusagen. So also ohne Intervention von außen. Nur aus sich selbst heraus. Und das ist natürlich eine Freiheit, die sonst in der Schule beispielsweise überhaupt nicht da ist. Und da sind auch Kinder und Eltern manchmal zusammen. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Und machen Kinder und Eltern immer das Gleiche? Oder macht nicht. Das eine Kind Holz und die Mutti die näht dann? Oder? Naja, also in diesem Malraum ist es also nur das Malen. Ah, okay. Na, und wenn sie aber jetzt einen Projekttag machen mit einer Klasse, wo dann Kinder und Eltern sind, dann gibt es verschiedene Stationen. Ja. Und dann kann man sagen, so, wir können jetzt mal eine Drucktechnik ausprobieren. Wir probieren mal also irgendwas mit der Nähmaschine oder wir fangen an mit Schnitzmessern was zu machen und so. Das Siebdruck beispielsweise ist auch gerade ganz aktuell. Da sind wir dabei, auch technisch uns weiter auszurüsten und aufzurüsten. Das ist so alles Geld, das da zu haben. Ja, ja, okay. Da gibt es dann auch immer mal Projektgelder oder es gibt auch einen Rotary-Club, der da jedes Jahr immer wieder was Schönes locker macht für uns. Sehr gut. Mhm. Das klingt nach einer Menge Spaß, die im Kinder-, Jugend-, Kunsthaus, in der Bibliothek und auch in den Ballach-Museen dann ja doch zu erleben ist. Spaß wollen aber auch alle anderen Güstrower, die vielleicht nicht das Kinderferienprogramm nutzen konnten, genutzt haben, aus welchen Gründen auch immer. Aber es darf jetzt am Ende der Ferien gefeiert werden und genau hier ganz in der Nähe dieses Geländes direkt am Strand des Inselsees findet das Inselsee- und Lampignon-Fest statt. Und gesprochen darüber habe ich im Vorfeld hier in einem der Boote mit Mario Kohlhagen und Felix. Der Inselsee, beliebtes Ausflugsziel für alle Wasserratten und Wassersportfans. Aber es darf demnächst wieder gefeiert werden, sprich genau am kommenden Wochenende. Und dazu habe ich heute eingeladen zum Interview Mario Kohlhagen und Felix Grassoff. Schön, dass ihr mit im Boot sitzt oder auf dem Beiboot, sage ich mal. Ja, Mario, Wahnsinn, ihr habt ja innerhalb kürzester Zeit wieder ein ganzes Fest aus dem Boden gestampft sozusagen. Das Inselseefest lockt in gewohnter Manier, Fragezeichen. Naja, nicht ganz. Und wir haben es ja auch nicht aus dem Boden gestampft auf die Schnelle, sondern wir machen es ja nur auch schon ein paar Jahre als Gewerbeverein. Aber es ist in diesem Jahr mega besonders unter ganz anderen Voraussetzungen.
Ja, es war viel, viel Arbeit im Vorfeld, viel, viel Schreibkram und hatten aber eine super Zusammenarbeit mit dem Landkreis Rostock, mit dem Gesundheitsamt, die uns wirklich gut beraten haben, gesagt haben, worauf wir achten sollen. Ja, und jetzt ist es soweit, ne? Worauf man achten soll, man hört ja immer so maximale Zuschauerzahl etc. Was sind da so die Parameter, auf die ihr achten müsst? Ja, wir müssen darauf achten, dass sich nicht mehr als 2500 Personen gleichzeitig auf dem Festgelände befinden. Denn, also ich habe am Anfang auch immer gedacht, wir dürfen 2500 Gäste rauflassen. Das ist nicht so. Wir müssen auch das Personal mitzählen. Also sagen wir immer, wir können immer 2400 Leute gleichzeitig mit dazulassen, damit wir die Zahl von 2500 nicht übersteigen. Okay, jetzt weiß ich ja aus Erfahrung, dass man ungeheuer viel Vorlaufzeit braucht, um Schausteller und Künstler ranzubekommen. Wart ihr mal schon irgendwo in der Lauerstellung in der Hoffnung, das kann stattfinden? Naja, was heißt in der Lauerstellung? Wir haben uns natürlich in den letzten Monaten und gerade jetzt auch die letzten Wochen sehr genau die Inzidenzzahlen angesehen, haben das abgeglichen mit der gültigen Verordnung und sind dann natürlich auch rechtzeitig mit dem Landkreis ins Gespräch gegangen, um hier einen gewissen Vorlauf zu haben. Und trotzdem haben wir auch erst in der letzten Woche dann die endgültige Genehmigung, das endgültige Okay bekommen. Ja, die Einschränkung ist natürlich in diesem Jahr das Besondere, dass es längst nicht so vollgestellt sein wird, das Veranstaltungsgelände, wie sonst die Jahre. Also wir werden spürbar weniger Stände haben, ganz einfach dem geschuldet, dass wir auch den Abstand zwischen den Ständen wahren können, aber eben auch den Abstand zwischen den Gästen wahren können, weil das ist das, die Verantwortung, die auch auf einem Festgelände bleibt. Aber viele Güstrower kenne ich ja mittlerweile sehr gut. Kein Inselseefest ohne Bühnenprogramm. Auf was dürfen wir uns denn alle freuen? Also wir werden natürlich am Freitag die Eröffnung haben des Inselseefestes. Wir haben eine tolle Showband zu Gast Freitag, Back to Music. Wir werden Freitagabend das Höhenfeuerwerk haben. Samstag geht es dann mit Live-Musik weiter. Samstagnachmittag haben wir, weil ja auch Einschulung ist, ein Kinderprogramm auf der Bühne. Und Samstagabend dann eben auch wieder eine Showband, einigen Güstrowern vielleicht bekannt, das ist Skyline. Und es wird Samstagabend dann auch um den Wanderpokal vom Hagebaumarkt und von mir gehen, nämlich das schönste Boot zum Bootskorso 2021 zu prämieren. Und Sonntag haben wir dann nochmal zwei Highlights und das sind dann zum einen Andreas Pasternak seinem Trio hier zu Gast. Auch eine gute Tradition, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und nachmittags dann nochmal für die, die ihn gerne hören und auch mögen, Gerd Christian hier zu Gast bei uns. Auf jeden Fall. Aber jetzt mal der Schwenk auf die gegenüberliegende Seite oder mit zu mir in mein Boot hat Platz genommen der Felix Grashoff. Sportlich soll es auch wieder zur Sache gehen. Das ist ja auch am Inselsee ideal gelegen. Was erwartet uns denn da? Ich glaube, eine Premiere, so wie ich gehört habe. Also ich denke schon, dass es eine Premiere ist, zumindest für Güstrow. Ja. Wir haben uns überlegt, nochmal ein anderes sportliches Highlight mal zu setzen und werden hier hier hinter uns auch tatsächlich eine Sub-Challenge veranstalten. Wahrscheinlich die erste ihrer Art in Güstrow. Jetzt nicht lügen, aber das wird wahrscheinlich nochmal spannend am Samstag. Erklär mal kurz, ich denke mal, viele werden jetzt, Sub, da habe ich immer nur gegessen, aber ich glaube, ihr meint was anderes, ne? Wir meinen tatsächlich Stand-Up-Paddling. Ja, okay. Das heißt, du stehst auf dem Brett, hast ein Paddel zur Verfügung, möglichst natürlich stehend dann, legst du am Samstag eine Wettkampfdistanz von 100 Metern zurück. Und mit Gegenwind oder ohne? Das weiß man nicht. Ne? Das wissen wir nicht. Natürlich hoffen wir, dass das Wetter so wird wie heute. Ich denke, wir haben aber ein Programm für alle dabei. Das heißt, wir unterteilen auch nochmal in Anfänger und Fortgeschrittene. Haben das natürlich auch noch schön ausgepreist. Das heißt also, die Anreize sind auf jeden Fall da, sich am Samstag um 14 Uhr hierher zu bewegen und ein bisschen Sport zu machen. Okay, sag mal was zu den Anmeldebedingungen. Anmeldebedingungen sind tatsächlich so, dass wir gerne bis Donnerstag wüssten, wer alles teilnehmen möchte. Wir werden das auf 40 Teilnehmer begrenzen, weil es ja auch das erste Projekt dieser Art ist und wir müssen uns natürlich auch erstmal einfuchsen. Also natürlich kann auch damit gerechnet werden, dass es teilweise noch ein bisschen hackelig wird, aber ich glaube, das ist normal und das ist einfach die Natur der Dinge. Und wichtig ist, wie gesagt, Donnerstag die Anmeldung und maximale Teilnehmerzahl 40. Ne?
Was ich natürlich auch noch ausschließen kann, sind alkoholisierte Menschen. Die dürfen natürlich nicht mit aufs Brett, allein aus Haftungsgründen. Genau, nicht, dass man zwei Bretter sieht und steht in der Mitte. Ne? Richtig. Dann, das wäre ein bisschen fatal. Okay, gut. Ansonsten ist jeder willkommen. Wir haben sogar einen ganz tollen Trostpreis noch für das beste Kostüm. Bitte nichts anziehen, was sich besonders voll saugt. Also davon würde ich abraten. Ansonsten sind wir gespannt. Genau, das heißt, die Gewinner in jeder Kategorie bekommen was? Auf was dürfen wir uns freuen? Ein Pokal und ja, noch eine kleine Aufmerksamkeit, die ich an dieser Stelle jetzt noch nicht erwähnen möchte. Okay, super. Startschuss wäre dann genau wann nochmal? Startschuss ist 14 Uhr und um 17.15 Uhr haben wir dann angepeilt, ungefähr die Siegerehrung durchzuführen. Oh, super. Also auch ein sportliches Highlight. Mario, nochmal zu dir. Wir Güstrow sind ja verwöhnt von dem Inselseefest mit vielen entsprechenden Serviceleistungen auch von euch. Wird es wieder den Shuttle-Service geben? Sag mal was zu den Eintrittspreisen. Haben wir viele, jetzt nach Corona, alles wird teurer. Was hast du uns nochmal zu sagen? Vielleicht eine gute Nachrichten. Ja, natürlich. Die guten Nachrichten bleiben ja auch ein Stück weit. Es bleibt nach wie vor bei 4 Euro Eintritt und es bleibt auch bei dem, so wie wir es immer gesagt haben, davon geht 1 Euro dann auch mit rein in den Bustransfer. Das heißt, am Freitag und am Samstag wird die Rebus GmbH auch wieder Shuttlebusse einsetzen und so, dass jeder gut zum Festgelände kommt. Bis 22 Uhr fahren die Busse sogar durch bis zum Kurhaus. Und ab 22 Uhr dann halten sie an der Oase. Das heißt, man muss die letzten Meter zu Fuß gehen. Aber, und man kommt auch ohne Auto und wer nicht gehen möchte oder kann, dann wieder gut nach Hause in alle Richtungen. Der letzte Bus fährt dann 2.30 Uhr ab Oase nochmal durch die Stadt und bringt dann auch alle nach Hause. Das ist ein System, das hat sich in den letzten Jahren bewährt. Daran haben wir festgehalten. Und das wird natürlich auch in diesem Jahr wieder so sein. Genau, sonst haben wir auch noch Boote, um zu meiner Ufer zu gelangen. Genau, richtig. Und vielleicht nochmal, der Fahrplan ist natürlich auf der Seite von Rebus zu sehen, aber auch bei uns auf der Facebook-Seite vom Gewerbeverein. Aber eben auch, so wie das Programm, bei uns auf der Homepage gewerbeverein-güstrow.de und dann kann man sich das Ganze in Ruhe angucken und vielleicht auch sagen, ja gut, da gehe ich hin und das kann ich überspringen und wenn ich das mache, dann kann ich das machen. Okay. Also so einfach ist das. Auf was freust du dich denn speziell am meisten, wo wir jetzt auf einige Feste bereits in diesem Jahr verzichten mussten? Naja, am meisten freue ich mich darüber, dass wir überhaupt wieder so ein Fest machen können und bin aber auch schon mega aufgeregt, weil das ist immer so diese Doppelrolle, die ich dann gerade auch beim Inselseefest zu spielen habe. Zum einen trage ich natürlich auch die juristische Verantwortung gemeinsam mit unserem Vorstand und zum anderen muss ich natürlich auch auf dem Festgelände gucken, dass alles am Laufen ist. Wir sind die erste größere Veranstaltung hier im Landkreis Rostock, sag ich mal. Und deshalb sind wir schon sehr, sehr bemüht, dass alles wirklich funktioniert, wir nicht zum Superspreader werden, weil das natürlich auch eine gute Möglichkeit ist, zu zeigen, dass es funktionieren kann. Und deshalb auch nochmal so wirklich meine Bitte an alle, sehr verantwortungsvoll mit diesem Fest umzugehen. Es wird keine Testpflicht geben, auch das wurde ich ja schon oft gefragt, gibt es zum Inselseefest nicht. Und ja, aber eine Maske mitzubringen kann nicht schaden, weil immer da, wo es eng wird an den Ständen, bei den Getränken, ist es immer gut, und erst die Maske aufzunehmen, aufzusetzen und dann beim Trinken dann vielleicht dann auch abzunehmen. Ja, und überall da, wo es eng wird, ob an den Klos oder sonst wo, da ist zu gucken. Für unsere Standbetreiber, das muss man auch mal so sagen, ist das eben auch eine gewisse Herausforderung, auch für die Schausteller, weil die müssen natürlich genauso gucken, im Laufe dieses Festes regelmäßig sämtliche Flächen auch an ihren Ständen zu desinfizieren. Also es ist für alle Seiten eine Herausforderung und ja, ich freue mich, dass wir überhaupt wieder etwas machen können. Und bei uns steigt auch die Vorfreude. Nochmal eine letzte Frage an dich, Felix. Wenn das so mit dem Stand-Up-Paddling alles klappt und der Spaß am Ende auch gut gekrönt wird mit Unterhaltungsfaktor und guten Pokalen, kann man sich vorstellen, daraus ein Dauer-Event zu machen? Natürlich, also wenn die Resonanz da ist, dann sind wir die Letzten, die jetzt sagen, nö. Das war jetzt die erste und letzte Veranstaltung. Das hängt natürlich auch nicht nur von uns ab, sondern auch von den Teilnehmern und deren Verhalten. Aber primär geht es natürlich darum, jetzt Spaß zu haben und unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten. Ja. Und wir hoffen, eine Menge Leute begrüßen zu können. Dann packen wir es an und wir drei freuen uns alle, Sie hier am Freitag, Samstag, Sonntag zu sehen beim Insel- und Lampignon-Fest. Viel Spaß. Eine Runde, wenn ihr schreit. Schleudersitz. Also,
Ich denke, die Planung fürs Wochenende steht. Großes Inselsee- und Lampenjungfest hier am Güstrower Inselsee. Und ich denke auch die neue Challenge mit dem Sub, das wird ein Riesengaudi. Und ich denke, dass da auch die Pokale in die richtigen Hände wandern. Ja, wir haben die Zeit genutzt, uns noch ein bisschen ausgetauscht. Und was mich nochmal interessiert, Tillmann, als wir mit der Kamera bei dir waren, dieses Stop-Motion-Brett. Ich bin ja nun beim Fernsehen da und das fand ich ganz, ganz spannend. Aber ich glaube, da sagst du, mit dem Stop-Motion-Brett kann man viel mehr machen und anbieten. Und ich glaube, für Schulen gibt es das auch, oder? Ja, das ist richtig. Also zum einen, wir hatten ja schon, wo wir hier sitzen, quasi alle zusammen einen gemeinsamen Kurs mit einem Förderprogramm Kultur macht stark, mit einer Integrationsklasse gemacht, wo wir einen Stop-Motion-Film mit dem Wanderer im Wind gemacht haben, den wir 3D ausgedruckt hatten. Und im Kunsthaus, ne? Als einen Wochenkurs organisiert. Und ja, dieses gibt es bei uns weiterhin. Der Kurs, den wir jetzt in den Ferien hatten, der ist auch super angenommen worden. Wir hatten hinterher tolle Rückmeldungen gehabt. Das hat mein Kollege Marco Schönwelski gemacht. Und die haben nachher gesagt, oh, das war so toll. Unsere Kinder haben die ganze Zeit jetzt mit dem Handy, wir haben gleich die App gekauft, damit wir das machen können. Ach so, ja. Und das Schöne ist, wir haben durch die Möglichkeit dieser Fördergelder, die wir dort gehabt haben, jetzt auch zwei Sets. Den einen setzen wir ein für unsere Workshops. Und das zweite Set, das ist tatsächlich zum Ausleihen da. Natürlich jetzt nicht für die Sechsjährigen, da müssen schon die Eltern mitkommen und das ausleihen, aber dann kann man tatsächlich mit so einem Stop-Motion-Set selber das zu Hause aus der Bibliothek ausleihen und ein bisschen ausprobieren. Klingt das so mit einer App, also das Handy, sinnvoll mit solchen Dingen zu verknüpfen? Man kann das selber mit dem Handy machen, mit einer relativ einfachen, also da gibt es sowohl für iOS als auch Android verschiedene Apps. Wir haben jetzt in unserem Ausleihset haben wir selber auch ein iPad mit dabei, mit einer installierten App da drauf, sodass für diejenigen, die sagen so, oh, ich weiß nicht, ob das mein Gerät das macht, wo man sagen kann, das ist jetzt ein Komplettpaket, das könnt ihr bei uns ausleihen. Sehr schön. Und jetzt beginnt ja wieder, also mit logischerweise mit Ende der Ferien beginnt wieder die Schulzeit. Das mögen einige von den Kindern jetzt nicht gerne hören. Da wird das Angebot, glaube ich, für die Schulen, da legt ihr weiterhin großen Wert drauf. Auf was dürfen wir uns da einstellen, freuen? Was habt ihr an Angeboten da? Also wir werden weiterhin natürlich die Angebote haben, dass wir sowohl eben die Einführungen, die Vorlesepaten haben. Hier sind die Vorlesesamstage auch wieder gebucht, dass wir natürlich auch wieder für Robotikkurs eine Einführung bieten. Da können die Schulklassen zu uns kommen, dann Termine ausmachen und dann werden wir das auch durchführen. Natürlich Rechercheeinführung. Da ist morgen gleich die erste sogar, die wir haben morgen früh, noch außerhalb der Öffnungszeit, weil wir das sozusagen als Auflage haben, um diesen Kurs durchführen zu können. Also die Kurse sind weiterhin da und informieren Sie sich über unser Programm, so nach außen gesagt. Und kommen Sie, wir bieten sozusagen diese Einführung sowohl für Digitalkompetenz, Recherchekompetenz und Lesekompetenz mit. Jetzt gebe ich dir noch ein Versprechen. Immer wenn ich Tillmann anrufe, hast du Zeit für ein Interview oder Gast in meine Sendung zu sein, sagt er ja. Wenn du mich brauchst, ich bin auch gerne mal Lesepate und komme ohne zu zögern und werde dann auch entsprechend Lektüre passend lesen. Also wenn du da noch jemanden brauchst, ich bin gerne dabei. Du kannst ja auch mal eine Lesestunde sozusagen live bieten. Oh, gucken wir mal, was sich da so anbietet. Du bringst die Lektüre und ich schlage die Seiten auf und dann geht's los. Ja, wunderbar, das machen wir. Das klingt gut. Sehr schön. Genau. Christine, wenn du das jetzt hier so hörst, das muss doch auch bei dir Lust und Laune verursachen. Ihr habt ja nun einige Außenstellen noch. Wollen wir über den Tellerrand blicken? Auf was können wir uns jetzt auch mit Beginn des Schuljahres oder Richtung Herbst schon gucken freuen? Also natürlich bieten wir ja auch für Kindergärten und für Schulen bis zur Sekundarstufe 2 verschiedene Kurse an zu den einzelnen Bereichen von Barlachs Kunst. Es geht über Literatur, über Grafik, Modellieren, Drucken. Also da haben wir eine ganz breite Palette. Einfach eine Anfrage auch an uns stellen. Wir ermöglichen vieles. Genau. Und ansonsten haben wir für Erwachsene nach den Ferien oder nach der Urlaubszeit einen ganz tollen Kurs mit einem Künstler, Martin Hoffmann. Collagentechnik ist das. Das hört sich zwar im ersten Moment etwas unspannend an, ist es aber dennoch, weil Martin Hoffmann formt und modelliert aus feinem Pergaminpapier eindrucksvolle Porträtcollagen mit einer unfassbaren Tiefe. Okay. Und das Ganze passiert nur über das weiße Pergamin und einem farbigen Untergrund. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal Arbeiten von ihm auf Ausstellungen gesehen im
Hinterland Meslin ist er zum Beispiel auch sehr oft vertreten. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben auch noch einige wenige Plätze frei. Und genau, ansonsten Kuratorenführung für Familien, dass die Kinder eine spielerische Vermittlung unserer neuen Sonderausstellung erfahren. Aber die Erwachsenen, also die Eltern, dann die Kuratorenführung auch ganz ungestört mitmachen können. Das Rundum-Sorglos-Paket für alle quasi. Mhm. Und dann feiern wir ja noch 90 Jahre Atelierhaus. Und guck das an. Wird auch spannend. Ja? Ja? Hast du da schon ein Datum für uns? Die Ausstellung geht ab Anfang November los, bis 31.10. geht jetzt noch aus der Ferne. Ja. Und wir werden schon zum Tag des offenen Denkmals ganz tolle Führungen haben mit Dietmar Gallinat. Das ist ein Diplom-Restaurator und der hat einige spannende Sachen gefunden bei seinen Untersuchungen jetzt im Frühjahr. Wir werden ja jetzt die Dauerausstellung auch neu konzipieren. Kommt viel frischer Wind rein und das, ja, viel kommt gerade hier auch rauf von der Seeseite her. Mhm. Also ich kann es nur sagen, mit dem Team, was ihr da gerade in den Barlach-Museen habt, da kommt immer frischer Wind rein und Barlach wirkt so lebendig wie schon lange nicht, habe ich das Gefühl, immer wenn man bei euch reinguckt, sind neue Ideen da, sind neue Kurse da, neue Angebote. Also ich kann es nur empfehlen, also freuen wir uns alle drauf. Ja, und wir werden auch dort weiterhin ganz gerne euch begleiten und gucke jetzt nochmal ins Kinder- und Jugendkunsthaus. So viel Esprit wie dort sprüht. Ich sage, jetzt haben wir das alte Handwerk. Aber kann man auch über den Tellerrand hinaus gucken? Ich weiß so, manchmal habt ihr auch so orientalische Klänge im Programm. Ja, wir sind schon multikulturell. Ja, na, meine ich ja. Wir haben über viele Jahre schon einen Kurs indischen Tempeltanz. Indischer Tempeltanz? Indischer Tempeltanz. Passiert dann auch was? Also ich habe immer Angst, wenn ich indische Tänze mache, dass dort irgendwo ein Geist erwacht und mir passiert Ganesha was. Ganesha vielleicht? Ja. Nein. Also das ist natürlich sehr farbenfroh in den Saris, die sie anziehen, okay. Die meistens Frauen und Mädchen unterschiedlichen Alters. Ist es so, wie man aus dem Bollywood-Film kennt? Ja, eigentlich. Es ist ein bisschen ritualisiert. Ja. Also es sind immer bestimmte Figuren und es werden eigentlich ganze Geschichten erzählt mit den Haltungen, die sie einnehmen und mit den Bewegungen, die sie haben. Ich habe es schon mal probiert bei einem Wochenend-Workshop. War hochspannend. Wirklich sehr, sehr schön. Und wir haben aber auch ja die Frau Liu bei uns, die also Frau Liu. Ibu Liu. Und sie ist eigentlich, wie soll ich sagen, Allzweckchinesin. Es ist vielleicht ein bisschen, ja, das ist vielleicht in Anführungszeichen ja, gesagt. Sie ist toll, weil sie hat ihre Kindheit und Jugend in China verbracht und hat dort von der Pike auf gelernt, also die Schriftmalerei, aber auch chinesische Tuschmalerei. Sie kann Tänze, sie kann hervorragend kochen. Es ist also alles da. Und sie hatte eine wunderbare Idee, die wir aufgegriffen haben für unser neues Programm, weil wir natürlich auch sehen, wie die Kinder in den letzten Wochen und Monaten Schwierigkeiten mit Mathematik hatten und dass sie manche Sachen da auch nicht so richtig mitbekommen. Ja, ich würde gerne mal zitieren. Ja, bitte. Unser Punkt am Dienstag um 15.30 Uhr bis 17 Uhr heißt Origami von der zweiten zur dritten Dimension. Wer vom Punkt zur Linie und zur Fläche kommen will, für den ist ein Stück Papier wie ein Schlüssel zur Welt der Geometrie. Wir haben es ja mit einem Stück Papier, mit einem Quadrat zu tun, das ruckzuck in ein Rechteck verwandelt wird und in ein Dreieck. Und viele solcher Projekte, die mit Kunst und Mathematik zu tun haben, haben wir die Erfahrung gemacht, bringen so manchen Knoten zum Platzen, von was so die Mathematik Punkt betrifft. Zur Linie, zur Fläche. Ich habe mal das Problem, überhaupt mal auf den Punkt zu kommen. Da fängt das bei mir schon an. Ich kann Sie sehr unterstützen. Ja? Also das ist gleiche Erfahrung haben wir auch bei uns mit dem 3D-Druck mitgehabt. Irgendwie, wenn die mal anfangen zu modellieren mit der Geometrie, dass man geometrische Körper voneinander abziehen kann, dann fällt ein bisschen die Hemmung und die Hemmschwelle zur Mathematik hinweg. Und das ist enorm wichtig. Auch bei einigen Klick. Ne? Also, so ist erlebt man teilweise dann auch wirklich direkt in den Kursen. Mhm. Ja. Ist denn manchmal die Schule zu theoretisch belastet, dass man sagt, nee, man braucht auch solche praktischen Beispiele? Ich glaube, manchmal ist das nur eine Kopfschere. Ja. Dass sozusagen die Schule ist ja Pflicht sozusagen und wir sind sozusagen im freiwilligen Bereich. Und man ist uns, also man geht dann da wahrscheinlich ein kleines bisschen weniger mit dem Gedanken hin, hier muss ich etwas leisten, hier muss ich etwas abliefern. Man ist sozusagen ein bisschen freier in dem, was man dort machen kann und hat dann weniger Angst davor, jetzt sage ich mal, weniger Angst vorm Scheitern. Ja. Im letzten Jahr haben wir also mit Frau Dr. Lorenz, die sich mit Leuten mit Mathe-Schwäche auch beschäftigt, ein gemeinsames Projekt gemacht, Mathematik und Kunst. Es war eigentlich eine öffentliche Veranstaltung, die dann ja schon aufgrund dieser ersten
Lockdown-Maßnahmen ein bisschen magerer ausfiel als gedacht. Es gibt aber ein paar Filme, in denen deutlich gemacht wird, was alles möglich ist. Und wir haben auch auszuleihen ein sogenanntes Quai-Projekt mit einem Würfel, der mit vielen einzelnen Teilen auseinanderzunehmen ist und mit dem man also mathematische Verhältnisse sehr gut darstellen kann. Also das ist eigentlich eine großartige Sache. Diesen Würfel gibt's, kann ich gleich anklicken, bei uns in der Bibliothek zur Ausleihe für die Eltern, sodass sie den bei uns dann auch privat ausleihen können. Na, man schafft da hier neue Dimensionen. Also diese Sendung ist mehr als dreidimensional hier. Also Würfel und Origami-Techniken haben wir alles da. Da kann man staunen, ne, Christine? Ja, sehr aber schön. Ist doch schön. Was mich bei euch nochmal interessiert, in Richtung Barlach, also auch mal so dreidimensional gedacht, habt ihr mal so jetzt mitbekommen, jetzt haben wir über die Kinder gesprochen, die hier waren bei den Kursen und über eure Zuschauer, habt ihr mal so geguckt, wo jetzt die weitesten Zuschauer aus dem Museum herkommen, aus Deutschland, habt ihr mal so eine Statistik, ja, das war hier eher der norddeutsche Raum, es kamen auch einige aus Bayern oder Baden-Württemberg? Also wir haben über den Sommer sehr, sehr viele aus Bayern. Okay. Das Rheinland ist auch immer sehr besucherstark bei uns vertreten. Aber generell merkt man dann immer, welches Bundesland dann zuerst Sommerferien hat und welches zum Schluss mit dabei ist. Das heißt, jetzt müssten ja die Bayern nochmal verstärkt kommen. Die haben jetzt, glaube ich, erst angefangen. Genau, genau. Aber es ist schön. Also ich finde das toll. Und es freut einen natürlich auch zu sehen, von woher die Leute anreisen, um Güstrow zu entdecken und auch seinen Künstler zu entdecken. Sehr schön. Tilma, jetzt haben wir noch mal so gesprochen mit den Ferien, die Angebote für die Familie. Jetzt beginnt das Schuljahr. Ihr als Bibliothek seid ja ein ganz wesentlicher Bestandteil, die ja die Klassenschulen auch über das ganze Schuljahr mit begleiten. Sagt noch mal was, wird es dort wieder Programme geben, Symbiosen, auf die man sich gegenseitig dann verlassen kann? Neben den Angeboten, die wir sowieso schon haben und dann natürlich auch den Kooperationen, die wir haben, dass zum Beispiel für die Rechercheschulungen kommen die achten Klassen des Gymnasiums zu uns, genauso Ecolea und Freie Schule. Also das wird natürlich weiterhin wahrgenommen werden. Hoffen wir auf jeden Fall, dass wir das so durchführen können. Genauso wie Frau Heinze sagte, wir planen es einfach vor und werden dann, wenn es eben nicht ist, es absagen müssen, aber auf jeden Fall haben wir es durchgeplant. Und ich kann da nur noch mal darauf hinweisen, bei den Einrichtungen zu gucken. Das Kunsthaus hat ein super Programm irgendwie mit dabei. Frau Leo kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Wir hatten auch schon mit ihr mehrfach auch zusammengearbeitet. Wir haben natürlich irgendwie die Jugendclubs sozusagen, Südstadtclub und Alte Molkerei, die haben auch tolle Programme unter der Schulzeit selber mit, auf jeden Fall drauf achten. Und wir werden auch während dieser Zeit natürlich den ein oder anderen Workshop immer mal wieder anbieten. Mal gucken, was jetzt noch drauf zukommt. Wir haben ein paar Pläne, die kann ich jetzt noch nicht verraten, weil die dann sozusagen erst wahrscheinlich im Frühjahr 2022 wahr werden. Und ein paar kleinere Projekte planen wir auch irgendwie, um die Bibliothek an der einen oder anderen Ecke so ein ganz kleines bisschen wieder eine kleine Stellschraube zu drehen. Wäre ich jetzt Markus Lanz, würde ich nachbohren, bis du das sagst, aber das mache ich nicht. Ich bin auch nicht Markus Lanz. Von der Warte sind wir einfach gespannt, was ihr dann zu bieten habt. Nochmal so eine letzte Frage an dich. Ihr habt jetzt so die Ferien, ja, die Kinder begleitet. Hat man so das Gefühl, ja, die freuen sich jetzt auch wieder auf die Schule oder sagen sie, oh, die Ferien können jetzt noch ein bisschen gehen? Was hast du so für ein Gefühl? So diese aus der Wispelgierigkeit. Das ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Also für die unteren Klassen würde ich sagen, also so gerade die ersten, zweiten Klassen, die haben so ein Gefühl von, eigentlich wissen wir gar nicht richtig, was Schule ist. Und ich glaube, die Eltern werden das bestätigen. Ja. Bei denen wird das ganz wichtig sein, dass man die wirklich dort reinholt und dass die in diese Struktur reinkommen und auch selber irgendwie daran Freude finden können. Ansonsten ist es so, dass man schon merkt, dass die Jugendlichen auch zu uns reinkommen und sagen, irgendwie Mensch, jetzt wir wollen eigentlich auch wieder die Normalität haben. Wir wollen sowohl irgendwie jetzt wieder diesen uns treffen. Das ist ja auch, Schule ist ja nicht nur ein Ort, wo man sozusagen, wie du gesagt hast, Mathematik oder Deutschtest schreibt, sondern ist auch ein Treffpunkt, wo die Jugend sich trifft, ganz wo sie untereinander sind. Das ist ein enorm wichtiger Faktor, der jetzt zurzeit gefehlt hat.
Ja, und auch wir hatten ja als Treffpunkte irgendwie, wir haben 2019 fantastische Besuchszahlen gehabt, die bei uns ähnlich eingebrochen sind, bei uns noch ein bisschen stärker. Die Jugendlichen sind bei uns ganz, ganz viel gekommen. Im Moment können wir den Lesesaal und die Lesewerkstatt, die wir haben, wo die ja auch ganz toll sitzen, chillen, wo die sogar selber schon ihre Klassentreffen organisiert haben, ohne dass wir davon wussten. Das haben wir dann in dem Moment passiert. Das fand ich toll, muss ich sagen, fand ich toll. Ja. Diese Selbstverständlichkeit, mit der wir auch als Ort gesehen wurden. Das möchten die gerne wieder haben, natürlich. Und ich hoffe, dass die Geduld dann bei den Jugendlichen nicht enttäuscht wird und wir das auch bald wieder geben können. Ja, mit der untergehenden Sonne über den Güstrower Inselsee auch nochmal eine letzte Frage an dich, Christine. Wenn du jetzt sagst, 90 Jahre Atelierhaus, mal ehrlich, Hand aufs Herz, wie oft erlebst du in der Woche die Frage, dass Gäste kommen und sagen, wo ist denn hier der Schwebende? Oft. Tatsächlich, ja. Aber das kann man niemandem verübeln. Nein, alles gut. Aber es ist ja schön, dass ihr dann so viele Stellen in Güstrow im Prinzip mit empfehlen könnt, dass man sagt, ja, die kommen nicht nur her, um im Prinzip bei euch Barlach zu begegnen, sondern im Prinzip hier auch die Barlachstadt kennenzulernen. Also. Ja, also ich find generell für Güstrow ist Kunst und Kultur absolut identitätsstiftend. Und ich finde es wunderbar, wie viele Einrichtungen wir haben und wie toll auch die Einrichtungen untereinander zusammenarbeiten. Das macht wahnsinnig viel Spaß und man lernt viel untereinander, voneinander, also. Und diese Sendung soll ja dazu beitragen, ne? Und wenn wir schon hören, so multikulturell vom alten Kunsthandwerk, was weiterlebt, was ja auch weiter im Trend ist, über chinesische und indische Tänze und Kunst. Gibt es noch was bei euch fehlt? Noch irgendwie eine russische Wodka-Brennerei? Braucht ihr da noch hier jemanden? Oder für Erwachsene? Es wird Zeit, dass Feierabend ist, meine Damen und Herren. Also es gab schon mal ein integratives Projekt, auch mit russischen Aussiedlern, die dann Puppentheater gespielt haben. Das ist schon ein paar Jahre her, das haben wir alles gemacht. Ja, aber ich würde einfach noch mal einladen zu einem Nachholtermin, nämlich am 21. August. Am Nachmittag haben wir das Kunsthaus geöffnet, weil wir uns an der Aktion Kunst offen beteiligen. Das ist ja verschoben. Also Pfingsten hatten einige Werkstätten auf, aber wir nicht. Und wir hängen also unseren Schirm raus und sind am Nachmittag für eine Hausbesichtigung. Und es gibt ein paar Kleinigkeiten zu sehen. Unser Thema heißt, wenn Drachen lachen. Oh, wenn Drachen lachen. Das, also man muss nicht nur Feuer spucken, ne? Demzufolge keine freuen Angst wir uns haben, drauf, 21. August. Und ich weiß, dass ja gerade für Kleinkinder und gerade für Jungs Drachen spannend sind. Ne? Und die kleinen Mädels wollen dann gerettet werden. Und das ist doch eine ganz schöne Aktion. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall dort ganz viel Zulauf und wieder volle Kurse. Und dass die Kinder den Spaß entdecken an allem, was ihr so zu bieten habt. Und ich denke, ihr seid so gut aufgestellt, dass für jeden was dabei ist. Auch ich muss sagen, ich als Papa bin da wieder, hör mir großem Auge, ich höre mit großem Auge, es wird Zeit. Bitte schön, dann lies mit großem Ohr. Ich höre mit großem Ohr hin und schaue auch gewiss wieder ein. Ja, die Bibliothek, wir haben das gehört, ein wichtiger, zentraler Punkt hier in Güstrow. Ihr ohnehin als kulturelles Tor in unsere Barlachstadt. Ich sage vielen, vielen Dank, Christine, Tillmann, Irene, dass ihr heute Zeit hattet, hier eine Runde dabei zu sein. Auch nochmal an Mario und Felix für das Interview. Und ich denke, mit dem Ende der Ferien und dem Inselsee- und Lampignon-Fest starten wir es recht durch, denn das Schuljahr bietet so viele kulturelle Highlights, dass für jeden was dabei. In dem Zufolge, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ein Hinweis noch, Programmhinweis, wir sind ja eine kulturelle Sendung, bevor ich jetzt wirklich tschüss sage. Nächste Woche Montag Pistol Prime Barbecue, also das Pistol Prime Meet Monday Event hier auf MV Lokal zur Primetime 20.15 Uhr mit Carsten und Nico von Grönfinger. Dort wird wieder gebrutzelt, was das Zeug hält. Und ein Tag später, am 2. August, dann heißt es wieder, nee, das ist schon der 3. August, ne? Ich komme durcheinander. Dienstag ist der 3. August und dann sind wir bei Güstrow am Dienstag. Ja, mit einem Rückblick auf das Tourismusjahr 2021, denn die Ferien sind vorbei, die ersten Urlauber waren da und sind wieder abgereist. Dann wollen wir mal gucken, was in den Hotels, Restaurants und touristischen Hochburgen hier im Land und im Landkreis dann so wirklich passiert ist. Demzufolge freuen wir uns drauf auf ein weiteres spannendes Thema, auf eine weitere spannende Woche. Die Schule beginnt, wir haben es darüber gesprochen, die Highlights bleiben. Und demzufolge alles Gute, tschüss, auf Wiedersehen, danke fürs Einschalten. Immer auf das Schlimme.